Anträge Teil der Generalversammlung des SC Reken der alten Herren sein kann. Ich hoffe, der General selbst konnte auch kommen. Wenn der nicht kommen konnte, dann kann bestimmt aber Gerd Bohnenkamp dabei sein. Ein Mann, der mich persönlich fußballerisch sehr geprägt hat in den letzten Jahren durch diverse Höchstleistungen, die man so auf diese Art und Weise nur sehr selten bekommt. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, ist auf eine Art dabei bei dieser Generalversammlung, wünscht einen erfolgreichen Abend und einen erfolgreichen weiteren Werdegang der alten Herren. Schubst du noch heute? Guck mal, Dieter, mein Schiri. Ja. Der kriegt gleich Ruhe, pass auf. Der kriegt gleich Ruhe. Ruhe! Das ist lieber ohne. Hab ich vorhin zu dem gesagt, der Abkommen ist von euch. Von Regen ist da einer schon gegangen, ne? Ja, jetzt. Jetzt, pass auf. Rot, der kriegt Rot, sag ich doch. Dieter, ich wusste da genau. Ich wusste doch. Normal, Baby, wie haben Sie die Situation zum Elfmeter gesehen? Zu Schiedsrichter soll man sich nicht äußern, aber was soll man sagen? Ich habe noch nie so einen schlechten Kollegen gesehen. Das hätte jeder der 120 Zuschauer hier am Rand besser gemacht als dieser junge Mann. Ne, jung ist er auch nicht mehr. Er ist alt und sehr beträchtlich. Aber man darf ja nicht sagen hier, das ist ja. Also in der Bundesliga hätten sie fünfmal so gemacht und fünfmal hätte er in Köln im Keller zurückgepfiffen, hat Ding. Wiesenegger Heinz hat zugeschlagen. Lattenjupp hat nicht getroffen. Und schon spielt zum 4-4. Ne? Und das sofort zurückdenken. Hallo, ich bin froh, dass ich auf diesem Wege Teil der Generalversammlung des SC Reken der alten Herren sein kann. Ich hoffe, der General selbst konnte auch kommen. Wenn der nicht kommen konnte, dann kann bestimmt aber Gerd Bohnenkamp dabei sein. Ein Mann, der mich persönlich fußballerisch sehr geprägt hat in den letzten Jahren durch diverse Höchstleistungen, die man so auf diese Art und Weise nur sehr selten bekommt. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, ist auf eine Art dabei bei dieser Generalversammlung, wünscht einen erfolgreichen Abend und einen erfolgreichen weiteren Werdegang der alten Herren. Ganz löschen, das war ein Eigentor. Erzähl nicht, ne?
Sonst können wir auch nicht gewinnen. Mann, haut das Ding weg! Mann! Das meinte, er könnte nicht mehr laufen, weil ich gestern gesoffen hätte. Bis zum Tor. Komm, weiter geht's. Besser lachen wieder. Da kann ich nicht verstanden werden. Grüne Lampe, Tor. Dann musst du dich nämlich umarbeiten. Ja! 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 Ja!
Alles gut. So, jetzt wieder 1 gegen 1. Ohne Scheiße. Super. Was willst du da machen? Oh, nein! Siehst du? Das ist eine Scheiße da. Zweimal gepottert hat statt in deinem Lieber-Fernsehspiel. Alles richtig gemacht. Neue laufen. Nur neue laufen. Ja, ist wirklich. Wegfahren oder was? Nee, ihr seid ja auch nicht mehr da. Oh, super, Daniel! Ja. Ah! Oh. 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 Tor 2. Mike Loks, SC Recken-Hülsten, alte Herren. Eine neue Folge aus der Reihe Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Was Nummer 1 und Nummer 11 von Maria Fehn hier durch den Kopf ging, bleibt ihr Geheimnis. Loks sagt Danke und sorgt mit seinem dritten Treffer für den Endstand. Und nicht nur die Abwehr der Gastgeber offenbarte hier eine Riesenlücke. Und einen erfolgreichen weiteren Werdegang der alten Herren.